Guten Tag, liebe Freunde. Heute habe ich mal ein kleines Experiment vor. Und zwar werde ich einfach mal in dieser Lobby jemandem OP geben. Und wir werden beobachten, was passiert, wenn dieser jemand quasi Admin auf dem Server ist. Abge, ich weiß, du wirst das nicht lesen, aber du hast dich mal vor 4 Jahren gegrieft. Alles klar, ich würde sagen, Enderfeed ist unsere Versuchsperson heute. Den werde ich mal OPen. Außerdem werde ich den Enderboy noch OPen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt dieses kleine Experiment. Der ist nämlich direkt in Kreativ gegangen. Ich werde jetzt kurz weggehen, werde mich hier hinstellen und mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt weggehe mit diesem Server, Freunde. Viel Spaß damit, los geht's. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. We can do what we like, baby, while we're young. Oh mein Gott, Freunde. Ich bin gerade wiedergekommen. Ich werde die ganze Zeit rumteleportiert. Zarox, du. Oh mein Gott. Ich werde die ganze Zeit rumteleportiert und getötet und sonst was. Freunde, was passiert hier? Was ist los mit meinem. Nein! Das will ich sehen. Hör auf, mich zu teleportieren, du Arsch. Ey! Oh mein Gott. Also, er will mich so abfallen. Guck dich das an. Er will mich so nerven. Alter! Die haben den Spawn kaputt gemacht, Freunde. Also gerade war es so, einmal wurde kurz der Server runtergefahren, deswegen habe ich es auf einer anderen Lobby direkt immer probiert. Aber hier ist es so, dass sie den Server nicht runterfahren, sondern einfach, oh Gott, hier oben wird auch gesprengt, einfach alles zerstören. What? Owner Bluebergs. Confluence und Owner sind. Alter. OP verteilt sich. Was macht ihr nur? Oh, Freunde. Ich hoffe, das ist geil, das ist eine Timelapse. Man sieht, dass die Leute hier einfach alles wirklich kaputt. Vor allem, die versuchen alle mich zu ärgern. Ich werde die ganze Zeit rumteleportiert hier vom Zarox. Und er sprengt irgendwas hoch. Jetzt gibt der nächste sich schon einen Common Block. Gehen Common Blöcke. Ich guck mal nach. 137. Ah, der kann. GIF abgegrieft HD 137. Geht leider, glaube ich, nicht, ne? Hab ich jetzt einen Common Block? Leider nicht. Oh, und jetzt wird der Server runtergefahren, oder? Ja. Tatsächlich hat er mir gerade wieder den Server runtergefahren. Irgendeiner denkt sich immer, da ist ja alles voll doof hier und ich möchte gar nicht, dass alle OP haben. Ich fahre einfach den Server runter. Zack, ist der Server weg und alles wird natürlich resettet. Aber interessant, was die Leute machen, wenn man einfach OP gibt. Ne? Also die sind nicht ruhig und so und bauen irgendwas Schönes oder sowas, sondern die machen eiskalt überall TNT, Lava, Löcher in die Erde und teleportieren mich rum. Interessant, was die Leute machen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass nicht einfach jeder hier alle Rechte hat auf diesem Server, sondern dass man ja eben keine Blöcke abbauen kann als Spieler. Denn ich glaube, sonst würde Meinsucht nicht lange überleben, weil irgendein Arsch sich denken würde, ich spreng einfach mal Skywars weg oder so. Und dann ist Skywars einfach weg. Alles klar, Freunde.
Boah, das macht mir echt Spaß, so Experimente. Wäre nice, wenn ihr da vielleicht einen Daumen nach oben geben würdet. Und ich sehe gerade, die Lobby ist voll. Ist sie vielleicht doch nicht weg? Ist sie vielleicht doch nicht weg? Lobby ist voll, ich kann da nicht rein. Freunde, das war's mit diesem Video. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr tun würdet, wenn ihr OP hättet auf so einem Server hier. Beziehungsweise Admin wärt. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht mache ich das bald nochmal, dass ich wirklich einer Person Admin gebe. Also wirklich komplett Admin, dass sie in allen Runden alles machen kann. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt es in die Kommentare und gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Habt ihr jetzt noch einen sehr schönen Tag. Haut rein und tschüss!